Herzlich willkommen auf dem Channel Flight Level. Mein Name ist André und vor ein paar Monaten habe ich mal ein Video gemacht, wie ihr euren Thrustmaster TCA Quadranten mit dem Inebils A320 Neo in der Version V2 konfigurieren könnt. Und eine Rückfrage, die ich immer wieder erhalten habe, ist: Wie konfiguriere ich den Reverser? Ich habe es im ersten Video gezeigt, aber ich kann verstehen, warum ihr Probleme damit habt, denn die hatte ich auch. Und ich zeige euch jetzt, was ihr machen müsst, damit auch die Reverse-Funktion richtig funktioniert. Ich möchte euch nicht länger auf die Folter spannen. Es wird auch ein relativ kurzes Video, denn es ist tatsächlich nur ein kleiner Bug hier im Inebils A320 Neo. Von daher geht's jetzt ab in den Flieger und viel Spaß. Und da sind wir im Flieger. Ja, wir brauchen den Flieger hier noch nicht einmal einschalten, aber ich zeige euch erst einmal die Problematik. Also wir haben ja hier den Thrust Lever, den können wir einmal ganz nach vorne schieben. Das mache ich jetzt gerade auch hier einmal auf meinem TCA Quadranten. Und wenn wir jetzt in Reverse gehen, zumindest mache ich es hier, seht ihr, dass dort gar nichts passiert. Ja, das können wir natürlich einmal konfigurieren. Das habe ich euch in einem anderen Video auch schon mal gezeigt. Ihr geht hier auf Optionen und dann auf Open Throttle Settings. Und dann könnt ihr einmal die Kalibrierung durchführen und das machen wir jetzt einmal. Das heißt, wir setzen jetzt Max Reverse Thrust, klicken einmal auf Set, dann auf Idle Reverse, also etwas nach oben, Set, dann auf Idle, Set, in die Climb Notch, Set, in die Flex Notch, Set und auf Toga, Set. Das ist jetzt auch gespeichert, aber wenn wir jetzt hier hingehen, dann seht ihr, das funktioniert zwar, also Climb, Flex, Toga und auch Idle, aber wenn ich jetzt auf Reverse gehe, passiert gar nichts. Glaubt mir einfach, dass ich es gerade hier auch mache. Denn das Problem ist, dass es hier anscheinend irgendeinen Bug gibt. Denn wenn ihr hier noch einmal aufs Tablet geht und macht jetzt einfach nur Folgendes. Ihr sagt Reverse on Axis Nein und Ja. Und ihr müsst jetzt die Kalibrierung nicht nochmal durchführen. Dann werdet ihr sehen, dass wenn wir jetzt einmal rübergehen, das sofort funktioniert. Das heißt, wir haben jetzt einmal hier Climb, Flex, Toga, dann Idle und Reverse. Ja, es ist nicht so schön wie beim Phoenix, also der springt eigentlich nur von Maximum Reverse einmal hoch, aber es funktioniert. Das heißt, die Einstellung, die ihr hier treffen müsst, ist keine Einstellung. Ihr müsst einfach nur den Reverser on Axis einmal auf No und dann wieder auf Yes stellen. Und dann habt ihr das Problem auch entsprechend gelöst und behoben. Und das soll es tatsächlich auch schon gewesen sein. Ich habe euch ja gesagt, das wird kein langes Video, aber ich hoffe, es wird umso informativer, wenn ihr genau vor dieser Hürde bisher gestanden habt. Sollte euch das Video gefallen haben, dann würde ich mich natürlich riesig über ein Abo, über ganz viele Daumen und auch über ganz viele Kommentare freuen. Sollte euch das Video nicht gefallen haben, dann wie immer erzählt es am besten nicht weiter. Auf Flight Level habt ihr übrigens auch die Möglichkeit, eine Kanalmitgliedschaft abzuschließen oder mir eine kleine Spende zu hinterlassen. Da heißt es natürlich, alles kann, nichts muss, aber es würde mich natürlich riesig freuen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.